Hallihallo zu Freileben mit Pascal und Dean. Ich bin mal hochgelatscht. Und viele haben euch gewünscht, nehmt uns doch mal mit zum Einkaufen. Das machen wir jetzt. Und ab geht's. Wie ihr sehen könnt, das Wetter ist so lala. Der Weg ein bisschen glitscheriger wie sonst. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt gehen wir mal in die schöne Viergaststadt rein. Und werden unsere Läden besuchen. Der Aufstieg dauert nicht lang, aber ist doch ein bisschen anstrengend. So, jetzt sind wir schon hier an der Straße. Gehen wir mal rein und gehen ins Dorf. Ja, das Wetter, ihr seht es, ist nicht so besonders. Aber das Schöne ist, man sieht aufs Meer. Das ist das Tolle. So zum Einkaufen hat man doch dann eine gute Übersicht, was so vom Meer kommt. Da kann man immer mal so Regenfenster ausnutzen. Ne? Deshalb, es ist schon eine schöne Gegend hier. Schöne Aussicht zum Einkaufen gehen. Da freue ich mich immer. Ich mag die Straße hier, weil sie einfach so einen tollen Ausblick hat. Oh, gut. Gehen wir mal weiter. So, hier sind wir bei dem Tienda der Favorita vom Dean. Da oben könnt ihr es lesen. Die haben sogar Veterinario haben die auch noch hier drin. Und da holt der Dean sein Hundefutter. Das ist da drin. Das gehen wir jetzt mal holen. Dann gehen wir doch jetzt mal gucken. Ich habe die Erlaubnis gekriegt. Die haben ein unheimliches Sortiment. Also hier kriegst du alles in diversen Preisklassen für den Hund, für die Hühner. Das ist der absolute Laden, wo der Dean sein Favoriter Essen herkriegt. Und seine Sachen, besonders hier diese Aktion, die Knochen, die mag er am liebsten. Ja, deshalb, wenn jemand sponsern will, kann er gern das machen auf PayPal und das Ganze. Da kann er den Dean ein bisschen unterstützen. Die haben so ziemlich alles, ob Hundefutter für Allergiker oder Hundefutter normal und sogar die Katzen. Die haben so ziemlich alles, was das Hundeherz begehrt. So. Das Problem ist, der Sack, der ist 20 Kilo. Den haben wir jetzt gekauft. Dean! Alter! Tja, Dean ist wieder am Clown. Deshalb nehmen wir hier so einen Sack mit. Der ist, wie ihr seht, da unten 20 Kilo. Den müssen wir in den Rucksack reintun. Nehmen wir den mal mit. Warten. So, hier ist die Straße. Jetzt stelle ich euch mal hier hin. So, haben wir das in den Rucksack geschmissen. Tja, 20 Kilo schwerer, aber dafür hat der Hund einen Monat ausgesorgt. Das sind echt super nette Menschen, die helfen da gern. Wenn mal ein Euro fehlt oder so, kann ich das auch später zahlen. Machen mir auch immer gute Angebote für die Hühner. Falls mal so, es gibt Hühnerfutter, die haben ja, ein paar Schädlinge, macht aber nichts für die Hühner. Ist klar, aber senkt der Preis beim Verkauf und da bieten sie mir auch immer manchmal was an, wenn so Fehlproduktionen eintreffen. Kann auch manchmal passieren. Tja, ihr seht schon, ist schon ein schnuckiges Städtchen. Ja, also gehen wir mal wieder zurück. Ja, mehr passt da auch nicht rein bei 20 Kilo. Ja, nur noch Zigaretten oder ein Brot. Aber das ist schon, ja, man spürt's, ne? Und währenddem ich so nach Hause schlender mit dem Dean, der ist natürlich jetzt super bei mir, weil er weiß, hier hinten hat sein Essen drin, habe ich eine Nachricht gekriegt. Tja, von lieben Mike, der könnt ihr euch vielleicht erinnern, der produziert Musik. Und der hat doch tatsächlich einen Freilebenssong gemacht. Das, ja,
kann ich euch heute schon mal verraten. Da werde ich aber ein extra Video machen. Das werde ich nicht hier reinspielen. Naja, ich habe das jetzt gerade gekriegt, einmal angehört. Mir gefällt das super. Deshalb muss ich das nochmal in Ruhe jetzt anhören, zu Hause. Und dann noch über die Boxe. Und dann werde ich ein Video dafür fertig machen. Mit dem kompletten Song. Und dann werde ich doch, glaube ich, auch wieder ein Intro starten. Wien, Bellerki, komm mal, weng. Ja. Dann werde ich auch ein Intro starten mit dem Freilebenssong. Da bin ich natürlich mega dankbar über sowas, dass jemand sich die Mühe gemacht hat und einen Song zu schreiben. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ja, würde ich mal sagen, danke Mike. Krass. Und dann laufen wir jetzt mal runter. Ja. Dann gucken wir weiter. Ja, die erste Palme haben wir erreicht. Dann weiß ich, dann sind wir in Barranco. Hier geht's runter. Ja, das Wetter ladet dazu ein, schnell nach Hause zu gehen. Aber es ist schon warm. Also, das strengt schon an. Jetzt müssen wir den glitschigen Weg noch runter schaffen. Der ist natürlich, wenn er nass ist, nicht so lustig. Aber, na gut, bin ja schon länger hier. Das ist so die letzte geteerte Straße noch ein bisschen. Dann geht es auch schon hier rein. Und dann wird es immer wilder. Jetzt haben wir es fast geschafft. Tja. Ihr seht, es ist nicht so ganz einfach. Da muss man schon aufpassen, wo man hintritt. Weil sonst liegt man ganz schnell auf der Nase. Besonders wenn man viel Gewicht dabei hat. Ja, da kommst du einfach schneller ins Rutschen. Ne? Besonders dann bei dem Wetter. Wir hatten jetzt doch einigen Regen. Hat natürlich zum Wasserauffang gut getan. Und der Natur natürlich auch. Boah. Sind wir auch schon gleich da. Da geht es ins schöne Barranco. Ja, es fängt auch jetzt an zu nieseln. Da habe ich nämlich das Fenster genau getroffen. Und dann kann ich nämlich drin hocken und Kaffee trinken. Es ist warm, also lasst euch nicht täuschen. Ich schwitze schön, ganz, ganz schön. Es ist schon angenehm warm und die Dusche kommt natural. Ja. Uppala. Jetzt müssen wir da noch runter. Hüpfen wir mal schnell. Ja, genau auf den Regen. So, sind wir mal drin. Rucksack auspacken. Die 20 Kilo loswerden. So, jetzt gehen wir noch das zweite Mal hoch. Es ist ein bisschen anstrengend heute. Wir haben einmal die 20 Kilo Hundefutter untergebracht. Jetzt habe ich da oben noch 60 Kilo Hühnerfutter. Die ersten 20 gehen wir jetzt holen. Die anderen 40 werden wir morgen runterbringen. Plus die 20 Kilo Essen für mich. Ja. Das waren dann schon 100 Kilo, wo wir die letzten Tage hier runtergebracht haben. Deshalb war schon eine Sache. So, jetzt gehen wir mal nochmal zusammen hoch und holen die 20 Kilo Hühnerfutter. So. Das wäre der Sack. Das sind 25 Kilo. Ja, die muss ich jetzt erstmal in den Rucksack reinkriegen. Und dann habe ich noch zwei Säcke hier oben. Also dreimal 25 Kilo. So, 25 Kilo. Der Sack, also drei Säcke. Ja, waren doch keine 60, wie ich behauptet habe. 75, ne? Also es ist schon krass. Bringen wir das mal runter.
Dann haben wir, glaube ich, heute genug getan. Sehen wir uns gleich. Da wären die 25 Kilo Hühnerfutter hier unten. Ja, 50 Kilo haben wir noch oben. Die holen wir morgen. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zugucken. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Freileben mit Pascal und Dean.